Ja, genau. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fried. Und heute, ich hatte es ja gesagt in der vorherigen Episode, wollen wir mal gucken auf Super Barge, so nenne ich es einfach mal. Das ist aktuell das, was ich ausgebildet habe. 17 Super Bogenschützen und 76 Barbaren. Und warte mal, und wir nehmen noch ein paar mit. Und noch ein paar Barbaren. Okay, das sind jetzt diesmal... Na, diesmal sind es ein bisschen mehr Barbaren, ist aber in Ordnung. Die Zauber habe ich ja auch noch alle. Ich habe sie noch nicht benutzen können. Bedeutet, die Blitzzauber, die ich jetzt ausgebildet habe, sind alle noch in der Warteschlange. Ja, und dann würde ich mal sagen... Nein, den nehmen wir noch nicht mit. Wir haben jetzt im Endeffekt alle Zeit der Welt, ne? Oh, nein, 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 nein. Ich habe extra noch ein paar Pokale gedroppt, damit ich jetzt relativ weit unten bin. Wir sind wieder in Kristall 3 Titan, wollte ich schon sagen. Nein, wir sind natürlich nicht in Titan, wir sind in Kristall... Oh, den hätte ich mitnehmen können. Oh, den nehme ich mit. Okay, den nehmen wir mal mit. Jetzt müssen wir eben überlegen, wie wir das machen. Hier ist natürlich echt jetzt nichts, was irgendwie... sehr gut erreichbar wäre durch meine Bartstruppen. Deswegen müssen wir jetzt echt mal gucken, wie wir das denn angehen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, Moment. In Hoffnung, dass die Super Archer da schon mal so ordentlich durchschießen. Aber so halbwegs funktioniert es ja eigentlich schon. Wenn ich mir mal so die, wenn ich mir mal so die Magiertürme angucke, das geht eigentlich schon. Klar, sie sind teurer als normale Archers, allerdings haben sie natürlich auch 12 Wohnraum. Von daher 24%. Wir probieren es natürlich gleich nochmal irgendwie auf, ja, so auf ein bisschen noch den Stern zu gehen für den Bonus. Den würde ich auch noch ganz gerne mitnehmen. 28%. Okay. Merken wir uns mal. Oben ist noch ein bisschen was. Meine Helden kann ich ja im Endeffekt auch noch vorschicken. Wäre ja blöd, wenn ich das nicht noch tun würde. So. Vor allem, wenn ich den Ward nicht noch zünden würde. Ich habe noch keinen einzigen Zauber gesetzt. Clanburg lassen wir uns mal. Zauber lassen wir uns auch mal. Das müssten die Super Archer jetzt eigentlich noch selber schaffen. Hier ein bisschen noch was zu holen. König kann ich natürlich noch zünden. Ja gut, klar, die Helden zünde ich natürlich noch. Boah, die sind aber auch... Die sind gut. Ich mag sie wirklich. Ich mag diese Truppe wirklich. Fand ich gut, dass sie das jetzt übernommen haben. Klar, ist von Clash Royale übernommen. Die Funktionsweise trotzdem. Macht es Sinn? So. Ist da noch irgendwo was da? Rathaus könnte ich mir noch nehmen. Oh, da ist noch ein bisschen Elex. Okay, wir geben mal auf. Ich möchte mir meine Helden noch aufsparen. War schon mal für den Anfang nicht schlecht. Ihr müsst ja überlegen, ich habe keine Clanburg und keine Zauber benutzt. Dafür ging es. So, die laufen durch. Jetzt gucken wir mal nach. Ich würde fast schon sagen, wir nehmen mal noch... Es ist dann kein richtiges Super Barge mehr. Wobei, doch eigentlich schon. 8 Stück. Rest Barbaren. Das müsste funktionieren. Das sind echt viele. Oh, das sind viele Barbaren. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Wir nehmen mal 120 mit ungefähr. 120, jetzt haben wir noch Platz für 3 Super Archer. 11 Super Archer. Dann noch, kann ich sogar noch ein paar Barbaren mitnehmen. Oh, warte mal. Schnellausbildung. So. Ich habe die Schnellausbildung fast noch nie benutzt. Was habe ich gesagt? 11 Stück, ne? So, 11 Stück. 100, ja, so ungefähr 120. Hier hatten, glaube ich, 4 Stück. So. Wir gucken mal nach. Kostet mich 105.000. Alter, das ist ja gar nichts. So, 6, 1, 2, 3 und noch davon ein bisschen was mitgenommen. Alter, 100, das, okay, das kostet 186.000. Ihr dürft ja nicht vergessen, da sind jetzt noch die Zauber dabei, die ich gerade gar nicht benutzt habe. Das lohnt sich doch schon. Helden sind auch fertig. Ready to go. 3, 2, 1, los. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen mal eben Cut, bis ich einen Gegner gefunden habe. Ich will ja noch ein paar Angriffe auf jeden Fall durchdreschen, weil ich die Taktik eigentlich ganz interessant finde. Klar, die Minen und Sammler müssen außen sein, gut erreichbar sein, sonst... Ist es selbst für die Super Archer schwierig, wenn halt davor noch so mega viel Verteidigung steht? Okay, den kriegen wir hin. Ich glaube, den nehmen wir jetzt mal sehr günstig mit, ohne dass wir uns großartig anstrengen müssen. So, pass mal auf. Das machen wir erstmal kaputt. Die Kanone ist jetzt zwar schon dran. So, weiter, 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 weiter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die sollen jetzt nämlich da durchschießen. Die sollen sich jetzt um beide Kanonen kümmern. 3. Im Endeffekt reicht ein einziger Archer dahinter, oder? Im Endeffekt reicht da ein einziger Archer und der feuert jetzt durch. Ja, der feuert zumindest schon mal auf den Turm. Komm, 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 auf den Turm, auf den Turm, auf den Turm, auf den Turm. Auf den Turm, bitte, auf den Turm. Wir werden jetzt hier auf keinen Fall den Stern kriegen. Ist aber auch egal. Ja, weiter, 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 komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Oh, hier vielleicht noch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, so. Einen einzigen Archer dahinter. Ja, der schießt ja zumindest noch auf den Bombenturm drauf. Jetzt schießt er aber da drauf, komm.
Komm, 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 komm. Auf den. Auf, ja, auf den Sammler. Auf den Sammler. So, weiter, 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 weiter. 16%. Das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Au, 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 au. Ja, ja, jetzt noch den Sammler. Komm. Schnapp dir noch den Sammler. Oh, guck mal, wie viel der aushält. Das geht ja sogar. Mein lieber Mann, das geht ja sogar so. Dann können wir vielleicht sogar gucken, dass wir jetzt hier mal so ein bisschen anders noch farmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So. 1, 2. Ja, auf die Kanone und auf den Bogenturm drauf. Genau so habe ich mir das doch vorgestellt, Leute. Aber klar, sie wechseln dann so ein bisschen durch, nachdem halt die Barbaren tot sind. Trotzdem laufen sie jetzt noch nach vorne. Ja, gehen auf den Bogenturm drauf. Komm, die kriegen sie auch noch. Ah, nicht mehr ganz. Nicht mehr ganz. So, komm. Ja, das haben sie auch noch gekriegt. So. Oh ja, davon auch noch drauf. Hey, das haben sie auch noch gekriegt. 33%. Jetzt habe ich sogar noch ein paar Barbaren übrig. Bedeutet, ich könnte sogar noch probieren, auf die 50% drauf zu gehen. Was ich, glaube ich, auch tun werde, weil sich das jetzt gerade einfach mal lohnt. 43, ja, ja, klar. Klar, 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 klar. Das kriegen wir hin. Ist sogar noch ein bisschen Elex da. Das will ich natürlich auch noch ganz gerne haben. Und wie kriegen wir das jetzt noch? Das kann ich euch verraten. Oh, ein bisschen dunkles ist auch noch da. Oh, die Super Archer. Guckt euch das mal an, die leben noch. Von wegen, die sind alle schon tot. Guckt euch das mal an, die sind alle noch am Leben. Die sind alle noch am Leben und die sind nicht nur am Leben, die räumen richtig auf. Alter, guckt euch das mal an. Die Barbaren sind schon lange weg und die Super Archer sind einfach alle noch da. Würde ich fast schon behaupten, eigentlich sind Riesen und Super Archer fast dann noch die viel geilere Kombination. Ja gut, klar, das ist logisch. Ne? Du brauchst was zum Tanken davor. Trotzdem, das macht auf jeden Fall... Alter, das macht schon Sinn. Okay, passt mal auf. 1, 2, 3. Was wir jetzt tun werden, wir zünden erst beide Helden und wenn die Fähigkeiten weg sind, kann ich den Ward noch mal einmal zünden, aber im Endeffekt ist das auch egal. Das Einzige, was ich jetzt noch möchte, ist noch da das Gold aus der Goldmine. Wenn ich das noch kriegen würde, dann hätten wir alles gekriegt. Hätten im Endeffekt kaum was benutzt an Zeugs. Komm. Komm. Ich brauche den zweiten Stern nicht. Brauche den zweiten Stern nicht. Ja, perfekt. So. 83 Barbaren, 15 Super Archer. Und nochmal den... Ja, mit dem Bonus kriege ich so ungefähr jetzt hier die Hälfte der Truppenkosten wieder rein. So, 137. Rupp. So. Dann nehmen wir wieder einiges mit. Ich probiere jetzt mal echt was aus. Wir nehmen jetzt mal wirklich nur die mit. So, 150 Stück. Boah, das wird tricky. So, wie viel haben wir jetzt übrig? 9 Stück. 9 Stück. Ja, du kannst natürlich... Das Gute ist, du kannst natürlich auch mega viele Angriffe durchziehen. Ich habe noch nicht einmal einen Zauber benutzt, ne? Helden sind auch wieder ready. Ja, würde ich mal sagen, wir haben die Klarenburg auch noch nicht benutzt. Ja, genau. Ja, genau. Komm, erstmal ein Screen, ne? Erstmal ein Screen machen. Alter, ja, genau. So, das ist doch mal geil. Nicht vergessen, Adlerdev ist aktiviert. Was machen wir denn jetzt mal? Ich kann keinen Zeppelin nehmen. Wir nehmen den mit. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen Vorarbeit leisten müssen. Weiter, 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 jetzt. So, macht mir jetzt gerade mal gar nichts, dass der noch am Rödeln ist. Alter, wie viele bitte? Wie viel Loot ist denn hier? Wie viel Loot ist denn hier? So, zack, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Die Königin habe ich übrigens noch gar nicht gesetzt. Ups. So. Königin hinterher. Wir setzen mal die restlichen Truppen hinterher. Und dann... Das muss doch diesmal laufen. So. Hier. Adlerdev ist weg. So. Inferno-Türme sind nicht mal geladen. Das ist noch ein bisschen böse da oben. Die Magier-Türme, die sind ganz böse. Alter, eine Million. Eine Million. Und Asrathos. Guckt euch das gleich mal das Rathaus an. Vor allem, guckt euch erstmal den König an. So, da haben wir den Zauber zumindest mal weg. Das Rathaus jetzt noch. Ja, es kriegt ein bisschen Schaden ab durch die Archer. Klar, die Archer ziehen dann im Endeffekt den Kürzeren, aber sie holen sich zumindest noch den Warden dahinter. Die Riesen leben noch. Der große Vorteil ist, die Königin lebt auch noch. Aber im Endeffekt, ja, ob sie jetzt das Rathaus noch holt, es ist egal, oder? Es ist egal. Guck mal, die super Archers leben auch noch. Ja, die Königin holt sich noch. Komm, die Base will ich aber auch komplett haben jetzt. Die will ich jetzt auch komplett zerlegen. Hätte sogar eine 49er Königin. Alter, was ein Loot, ey. Was ein Loot. Es farmt sich echt gut, muss ich sagen. Jetzt haben wir ja wieder neue Zauber.
Sechsmal Blitz, dreimal Erdbeben und wir fragen an. Ach, lassen wir es mal einfach so, wie es ist. Brüchen wir gar nicht lange rum überlegen. So, dann nehmen wir 5 Stück mit oder 6. So, 8 Stück davon. 9. So, ja, zack, 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 zack. Und nochmal ein bisschen umgerödelt. Dann haben wir das auch. Belagerungsmaschinen. Ja, ein Zeppelin, wegen mir. Was sagen unsere Truppen? 3 Minuten. Und 3 Minuten 47, sagt der König. Und vor allem braucht unsere Klagenburg ja noch. Ich habe noch keine. Deswegen, wir können ja mal ganz kurz eben zwischendurch schon mal wieder ein bisschen was ausgeben. Da eine Mauer. Ja, es wird. Es wird. Wir sind bald fertig mit den Mauern. Viele fehlen nicht mehr. Das sieht gut aus. Hier kann ich auch schon mal... verklickt. Hier kann ich auch schon mal da einsammeln. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Es fehlen nicht mehr viele Mauern. Kurzer Cut. Wir greifen nochmal an. Super Bartsch. Bis gleich. Okay, das wird wieder sehr kostengünstig. Und was ich jetzt hier schon mal sehe... Mal überlegen. 2 Stück, reicht das? Ja, das reicht. So, da vorne ist auch nochmal was. Da ist nochmal was. 2. Ich darf nicht zu viel ausgeben davon im Endeffekt, weil sonst rentiert es sich eigentlich wieder nicht. König, Königin nehmen wir trotzdem mal eben mit und Warden auch. So, Moment, 3, 2, 1. Ist alles im Radius? Nein. Noch wird nicht auf alles gefeuert. Aber jetzt, so. Was ich machen möchte, ich möchte da schon mal eben so ein bisschen aufräumen. Und wenn wir da aufgeräumt haben, können wir hier oben ganz in Ruhe schon mal schicken. 1, 2, 3. Und auf der Seite jetzt einmal lang hergezogen. Wir werden jetzt eben mehr holen als... wahrscheinlich viel mehr holen als notwendig. Ja, noch auf die Kanone bitte drauf. Oh, die... Aber passt mal auf die Super Archers auf. Die werden noch sehr eskalieren, ich sage es euch. Wir haben noch 108 Barbaren übrig. Die müssen wir natürlich irgendwo loswerden. So haben wir jetzt gleich alles. Leichter Overkill sogar, glaube ich, am Ende, oder? Je nachdem, wie weit die Königin noch kommt. Also sie kümmert sich ja da oben jetzt sogar noch um die beiden Tesla. Ja, die Zauber lassen wir uns. Die Zauber lassen wir uns auf jeden Fall... Oh, guck mal, die Super Archer auf den Warden, auf die Warden-Statue. Weiter. Oh, nicht ganz. Nicht mehr ganz. So, jetzt weiter. Ja, auf den Turm, damit er meinen Barbaren nichts mehr tun kann. Perfekt. Oh, er hat eine Torte in der Mitte. Und das ist so einfach. Klar, die Helden haben natürlich auch schon ordentlich Arbeit geleistet, aber ansonsten 78 Barbaren übrig, 5 Super Archer noch übrig und natürlich der Loot eben war natürlich mega einfach nur, muss man sagen. So, jetzt haben die Helden gleich hoffentlich, ja, sich zumindest ein bisschen regenerieren können. Die Zeit läuft ja gerade noch mal ein bisschen. Königin ist sehr angeschlagen. So, ich möchte ein bisschen mehr Loot. Ich möchte noch ein bisschen mehr Loot haben. Wir möchten noch mehr Loot. So. Oh, wie viel haben wir denn? 8 Super Archer, 154 Barbaren. Nee, komm, wir nehmen mal ein paar mehr mit. Zum Schluss. So. Da noch welche mitgenommen. Und dann sind wir wieder ready. Eigentlich 3 Minuten. Aber ich würde sagen, wir suchen trotzdem schon mal eben. Man muss ja nicht immer alle Helden dabei haben. Das ist gar nicht mal so wichtig. Und wir haben, guck mal, wie viel Dunkles wir schon wieder gefarmt haben. Aber ich bin im Clankrieg. Ich kann das gar nicht ausgeben gerade. 167.000 habe ich schon wieder. Ich kann den König fast schon wieder machen. Der kostet mich 176.000. Da fehlt ja kaum noch was. Nein, nehme ich nicht mit. Beziehungsweise doch, nehme ich mit. Nee, ist mir zu riskant. Wir würden zwar ein bisschen was bekommen, aber... Nee. Kurzer Cut. Bis gleich, wir finden wieder einen. Keine Sorge, bis gleich. Okay, ich hab's gesagt, Rathaus 11, der ist, von den Verteidigungsgebäuden ist er auch schlecht. Ich wollte gerade erst sagen, der ist eigentlich nicht schlecht, aber er ist ja doch schlecht. Bis auf den Inferno-Turm da in der Mitte, beziehungsweise die beiden, ist er eigentlich relativ schlecht. Deswegen würde ich mal sagen, wir kümmern uns schon mal darum. Er hat ja ziemlich viel hier immer auf einem Fleck stehen. 1, 2. Hätte ich mir schenken können. Aber ist in Ordnung. Dadurch kriegen wir das auch noch weg. Und noch ein weiterer da drauf. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Oh Gott, wie viel wir wegkriegen. Wie viel wir alleine schon dadurch weggekriegt haben. Perfekt. Ja, schieß weiter. Schieß auf die Mine. Wir nehmen jetzt mal eben ganz schnell den mit. Nein! Oh Gott, ich habe aus Versehen schon geöffnet. Selbst das passiert mir noch hier, aber ist in Ordnung. 1, 2, 3.
Oh, sogar ein Deutscher. Oh, es tut mir jetzt leid. Es tut mir jetzt leid für dich, aber tut mir leid, wir müssen dich trotzdem zerstören. Es nützt alles nichts. Ich will alles haben. So. Da schon mal da. Einen drauf. Das ist auch halt eine komische Base. Das weißt du selber, Freiwild. Das weißt du selber. Es ist eine komische Base. Es ist eine komische Base. So, jetzt schießt er da schon mal drauf. Es ist ja noch einiges an Loot da. Den möchte ich natürlich noch haben. So. 1, 2, 3. Hinterher, das ist zu früh. Aber die kann ich noch retten. Kann ich noch retten? Die rette ich noch. Passt auf. Pass mal auf, wie ich die jetzt rette. Nämlich so. Indem ich jetzt den Warden gezündet habe. Ich meine, gut, wir werden keinen zweiten Stern holen. Das ist, glaube ich, aber auch gar nicht so wichtig. Außer die Super Archer eskalieren ist noch so richtig. Das kann ich natürlich nicht sagen. Das kann gut sein, dass sie jetzt noch ein bisschen eskalieren. Ja, sie gehen sogar noch auf den Inferno-Turm drauf. Ja, okay, es wird. Der Single Inferno kann es jetzt nicht mehr richten. Er kann uns nicht mehr besiegen. Der König kann uns auch nicht mehr besiegen. Wir kriegen alles. Aber gut, das war natürlich auch ein etwas teurerer Angriff. Dürfen wir nur über nicht vergessen, ich hatte jetzt hier keine Helden dabei, bis auf den Warden. König und Königin waren nicht dabei und wir holen uns von Freiwild. Ja, lieber Freiwild, es tut mir leid, aber dich kann ich nicht weiterklicken. Außerdem habe ich es eh zu spät gesehen. Als ich draufgeklickt habe, warst du ja quasi schon mein Gegner. Als ich angefangen habe, die Truppen zu setzen, habe ich das erst gemerkt, dass du ein Deutscher bist. Und ich muss sagen, ich mag die Taktik. Ich werde die noch weiterspielen, werde aber ein paar Riesen mitnehmen noch. Sicher ist sicher, nehme diesmal nur 7 Stück, nehmen wir 8 mit. 8 Stück, noch ein Riesen dabei, das funktioniert eigentlich ganz gut. Rein theoretisch könnten es echt nur Riesen spielen. Riesen und Super Archer, das ist eine geile Kombi. Gut, alles was tankt halt, das ist schon mal ganz gut. Aber 172.000. Ja, das läuft. Und dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, den Creator-Code einzugeben. Und der heißt, natürlich ist es MDF. Macht's gut. Tschüss.